Also, schwefelwasserstoffbildende Darmbakterien. Und dann habe ich mir jetzt beim nächsten, letztes Mal überlegt, dass man mal einfach erstmal über den Schwefel generell mal spricht. Weil es ist so, Schwefel spielt in unserem Organismus wirklich eine extrem große Quelle. Wenn man sich überlegt, wie so die Natur sich entwickelt hat, wie die ersten Zellen sich so entwickelt hat, dann hat das ganze Leben sich ja entwickelt unter anaeroben Bedingungen und da hat Schwefel schon eine große Rolle gespielt. Und Schwefel sehen wir hier als Ausscheidung letztendlich bei den Vulkanen, wo jetzt die Schwefeldämpfe auch aufsteigen. Und auch da, wenn man so, wenn es ja schon mal waren, also wenn man in so einem Vulkan waren, sind nur so Schwefeldämpfe aufsteigen, dann hat man ja auch diesen Geruch nochmal, diesen fauligen Geruch, diesen fauligen nach Eiern stinkenden Geruch. Und vielleicht der eine oder andere von Ihnen hat genau das gleiche Problem, dass sein Stuhlgang möglicherweise riecht, eben wie bei so einem Vulkan. Und das liegt dann möglicherweise eben an diesen schwefelwasserstoffbildenden Bakterien, die im Darm vorhanden sein können. Schwefel ist für unseren Organismus wirklich ganz, ganz, ganz essentiell. Der Organismus benötigt den Schwefel für die Energieübertragung, für die Signalübertragung, Heilungs- und Entgiftungsprozesse ist es notwendig. Schwefel überträgt auch Redoxpotenziale. Und Schwefelgruppen nehmen wir über unsere Ernährung auf, ja. Und Schwefel nehmen wir auf über Cystein. Und Cystein und Methionin zum Beispiel sind so Bausteine aus der Ernährung. Und zum Beispiel die Frage, was schon reinkam, was halten Sie von MSM? Ich halte von MSM sehr, sehr viel, von den schwefelhaltigen Gruppen. MSM ist so ein Präparat, was am Markt verfügbar ist. Und Schwefel ist, wie gesagt, eben total wichtig, weil es eben für die in jedem letztendlich, in jedem, bei der Muskulatur letztendlich Schwefelgruppen für die Entgiftung. Wir werden es gleich sehen, bei welchen Aminosäuren das eine Rolle spielt. Und ganz entscheidend letztendlich wahrscheinlich auch für die Entstehung von dem her, was wir nachher besprechen werden, von der Entstehung letztendlich dieser Dysbiose mit schwefelhaltigen Gruppen, spielt es eine Rolle, welche Art von Schwefelgruppen wir uns zunehmen. Pflanzliche Proteine enthalten im Vergleich eben zu tierischen Proteinen viel mehr Cystein als Methionin, ja. Und deswegen letztendlich ist es diese pflanzliche Proteinzufuhr mit dem Cystein für unseren Organismus letztendlich günstiger und absolut zu bevorzugen. Und wenn wir uns mal angucken, jetzt machen wir mal die Mauszeiger wieder an den Pointer. Wenn wir uns mal angucken, in der Strukturform, hier haben wir Methionin und hier sehen wir immer bei diesen kleinen Aminosäuren, da haben wir die Schwefelgruppe, ja, die hier dranhängt. Ja. Hier haben wir die Stickstoffgruppe, haben wir die Schwefelgruppe. Und dann haben wir Cystein, hier haben wir auch genau das Gleiche, hier hängt die Schwefelgruppe dran. Und das ist so eine einzelne Aminosäure, ja, einzelne Aminosäure. Die wir dann entsprechend aufnehmen, wenn wir zum Beispiel ein Nahrungsmittel essen, da sind die einzelnen Aminosäuren letztendlich in ganz langen Ketten aneinandergereiht, ganz lange Ketten, meistens noch zusätzlich eine Struktur, die sind ineinander gefaltet und jedes einzelne ist eine Aminosäure. Und das spielt auch vielleicht an der Stelle mal ganz wichtig eine Rolle, weil das habe ich ganz oft eben in den Gesprächen auch mit den Patienten. Was wirkt immunogen? Was bewirkt einen die Auslösung einer Immunantwort? Und eine Immunantwort kann immer nur dann ausgelöst werden, wenn wir solche Proteinketten haben von einer gewissen Länge. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, sind es 10 oder 11 einzelne Aminosäuren. Wenn die aneinander hängen, dann habe ich ein Protein und dieses Protein kann dann immunogen wirken. Eine einzelne Aminosäure wirkt nicht immunogen. Und das spielt auch schon immer wieder eine große Rolle bei der Entwicklung von Nahrungsmittelallergie, bei der Entwicklung von Unverträglichkeiten, weil im Magen mit der Verdauung werden eben diese Proteine, diese langen Ketten, richtig, richtig sauber abgespaltet und optimal letztendlich haben wir dann ganz, ganz kurze Ketten und die werden dann im Dünndarm resorbiert und dann wird die Aminosäure entsprechend aufgenommen. Und diese Vorverdauung vielleicht, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt letztendlich, weil das, was kommt letztendlich dann im Dickdarm an? Was haben die schwefelverwertende Bakterien überhaupt noch zu fressen. Also wenn die Verdauungsprozesse nicht richtig laufen, wenn die Proteine nicht richtig verdaut werden, längere Ketten da sind, dann gelangen diese Proteinmoleküle eben in den Darm und dienen als Substrat, als Futter dann für
die schwefelhaltigen Bakterien unter anderem. Dann haben wir hier nochmal das ganz wichtig, nochmal das Cystein, also auch Strukturform. Lass uns mal sehen, das ist das Cystein. Hier haben wir praktisch ein Dipeptid, das besteht aus zwei Molekülen Cystein. Und die beiden oder das Molekül Cystein, nämlich die Aminosäure, hängt praktisch über diese beiden schwefelhaltigen Gruppen beieinander und das ist die Verbindung. Und nebendran hier haben wir was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Das ist das Glutathion. Und Glutathion ist die wichtigste Substanz für die Entgiftung. Glutathion bindet die Giftstoffe und ermöglicht unserem Organismus dann die Ausscheidung dieser Giftstoffe. Und Glutathion ist nichts anderes als ein Tripeptid aus Glutaminsäure. Da habe ich einen Fehler reingebaut, aus Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Ja, das kann ich so die zwei hier reingehauen. Also ein Tripeptid, drei Peptide aus Glutaminsäure, Cystein und Glycin. So viel nochmal hiervon. Schwefel wurde schon in der Natur schon immer wieder verwendet, letztendlich in der Pharmakologie verwendet, letztendlich meistens eben zur äußerlichen Anwendung. Ja, der Schwefel wurde dann auf die Haut aufgetragen, da entsteht Schwefelwasserstoff und der Schwefel hat letztendlich antibakterielle, fungizide, antiparasitäre Wirkung. Und wenn man Schwefel einnimmt, was man auch machen kann, nämlich diesen direkten anorganischen Schwefel einzunehmen, dann hat er entsprechend eine abführende Wirkung. Und wenn man den Schwefel einnimmt, dann führt er auch dazu, dass man der Geruch sich meistens auch ändert, dass es dann wirklich riecht wie an diesen schwefelhaltigen Quellen oder an den Vulkanen, ja. Die Schwefelkur zum Beispiel nach Probst zum Beispiel, die ist populär, sodass Schwefel dort eingenommen wird. Man kann in vielen Fällen auch sinnvoll sein, hat manchmal wirklich gute Effekte. Ist aber, wie wir gleich sehen werden, eben nicht für alle Patienten geeignet, wenn eben im Darm dominierend diese schwefelwasserstoffbildenden Darmbakterien nachweisbar sind. Dann gibt es entsprechend die Probleme. Ja? Wie gesagt, in der Abbildung sehen wir das nochmal, da gehe ich auch auf einen Mauszeiger, sehen Sie ja, wenn wir uns jetzt diese Proteine zuführen, dann findet diese Proteinverdauung eben im Bereich des Magens schon statt. Hier haben wir dann das Pepsin und die Salzsäure. Die Salzsäure dient dazu, eben diese Proteine entsprechend aufzudröseln. Das geht dann auseinander, diese Moleküle, und diese einzelnen Peptidasen schneiden dann diese Aminosäuren an bestimmten Stellen und dann findet idealerweise eben eine Resorption bereits im Dünndarm statt. Wenn das Ganze jetzt dann weiterkommt, diese Proteine, dann können die verwertet werden eben durch das Darmmikrobiom, Futter dafür, und dann entstehen praktisch aus diesen Nahrungsbestandteilen die ganzen Metabolite, die eben unterschiedliche Wirkungen haben, die wir letztendlich ja auch kennen bei der Dünndarmfehlbesiedlung, die Wasserstoffbildung, die Gase, die entstehen, Methan, die entstehen können, Schwefelwasserstoff, was entstehen kann, aber auch Stickoxidkomponenten, also NO, und auch die kurzkettigen Fettsäuren, die wiederum eben einen antiinflammatorischen Effekt zeigen. Und diese ganzen funktionellen Bestandteile, die dort entstehen, haben dann wiederum einen Einfluss auf die Barriere, auf das Immunsystem, auf die intestinale Morphologie. Ja, später spielt das eine ganz große Rolle. Ja, und dann sehen wir wieder letztendlich, was dort passiert. Je nachdem, was dort ankommt, ist in der Proteinspiegel sehr, sehr hoch. Dann haben wir sehr viele unverdaute Proteine in der Ernährung und dementsprechend verändert sich das Darmmikrobiom. Und was ich auch immer wieder beobachten kann, gerade von den Patienten, die jünger sind, die eine intestinale Dysbiose entwickeln, sehen wir ganz, ganz oft, dass Ernährungsfehler gemacht worden sind. Und ganz, ganz oft werden eben Proteinpulver eingenommen. Und diese Proteinpulver, das ist meines Erachtens, da bin ich überhaupt kein Freund davon. Das trägt zwar dazu bei, jetzt Gewicht aufzunehmen, oder bei in den Diätkuren ist das letztendlich die Proteine auch mit drin. Aber ich sehe so viele Dysbiosen,
so viele Dysbiosen, die eben getriggert werden durch die, durch die übermäßige Proteinzufuhr. Und es ist so, dass die Proteinzufuhr, die empfohlene Proteinzufuhr, die liegt ungefähr so bei 0,9 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so die Dosierung. Im Kleinkindesalter, Jugendalter benötigt man mehr oder im höheren Lebensalter ist der Bedarf etwas größer an Protein oder Proteinzufuhr. Aber das, was zum Beispiel zum Teil propagiert wird, eben, oder wenn jemand Sport treibt, wenn jemand wirklich aktiver sportlich läuft viel und so weiter, aber das, was zum Teil propagiert wird, von Strunz auch zum Beispiel, der so, so ein bisschen ein Proteinpapst ist und sagt, okay, auffüllen bis zum Gehtnimmer, das ist eher kontraproduktiv, das ist auch so, dass es wirklich diese Langlebigkeitsgene damit eher ausgeschaltet werden. Aber das ist dann schon nochmal ein Punkt vielleicht über diese Langlebigkeitsgene, wo wir vielleicht schon noch, uns separat nochmal unterhalten können. Ein eigenes, hochspannendes Thema. Jetzt ist es so, dass der Schwefel eben eine große Rolle spielt und auch dieses Schwefelwasserstoff eine große Rolle spielt. Ja? Schwefelwasserstoff ist ein Gasotransmitter, so ähnlich wie Stickoxid, also wie NO-Stickoxid, wo es vor ein paar Jahren letztendlich den Nobelpreis für Medizin gab. Und so wie wir wissen letztendlich, dass das Stickoxid eben in der Regulation der Gefäße eine Rolle spielt, so ist es auch so, dass Schwefelwasserstoff eben wirklich eine vielfältige Effekte in unserem Körper hat. Das ist ganz wichtig, spielt eine Rolle letztendlich bei der Gefäßdurchblutung, bei der Regulation des Blutdruckes, bei erektiler Dysfunktion zum Beispiel auch, weil auch da ist es notwendig, eben Regulationen der Gefäße zu haben, beim metabolischen Syndrom, beim Alzheimer und so weiter. Auch da spielt es überall eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber es macht den großen Unterschied, wo wird der Schwefelwasserstoff gebildet? Erfolgt die Bildung von Schwefelwasserstoff in den Zellen, ja, innerhalb unseres Körpers, oder erfolgt die Schwefelwasserstoffbildung im Bereich des Darmes durch das Darmmikrobiom? Das macht den großen Unterschied. Und wir sehen das hier, idealerweise ist es so ein mittleres Feld letztendlich. Wenn wir eine gute Versorgung haben, eine gute Bildung letztendlich von Schwefelwasserstoff, dann hat es mit einer längeren Lebenserwartung zu tun. Die Blutdruckregulation ist in Ordnung, mit Glukosestoffwechsel spielt es eine Rolle, Vasodilatation. Haben wir zu wenig letztendlich, dann ein Risikofaktor, ein hoher Blutdruck, neurologische Erkrankung. Und wenn zu wenig und wenn es dann wirklich zu viel ist, dann bewirkt der Schwefelwasserstoff viele toxische Effekte. Unter anderem, was ich dann immer wieder beobachten kann, wo man auch gleich darauf eingehen kann, dass Schwefelwasserstoff dominierende Dysbiose häufig mit so einer diffusen Schmerzempfindlichkeit einhergeht. Die Patienten berichten darüber, Rückenschmerzen zum Beispiel, Schmerzen im Bereich der Blase, generell eine vermehrte Schmerzempfindlichkeit, weil Schwefelwasserstoff einfach letztendlich diese Neuronen, diese Rezeptoren für den Schmerz letztendlich auch einfach empfindlicher macht. Und das kann man dort, wie gesagt, immer beobachten. Also zu viel ist eben auch nichts. Also wie gesagt, das ist ganz wichtig. Wir brauchen Schwefel. Schwefel ist essentiell. Die Frage ist, wo wird es gebildet? Und wenn es letztendlich zu viel ist, wenn eben die Schwefelwasserstoffbildenden Darmbakterien dominieren, dann macht uns das Ganze die Probleme. Das ist das, was man so einfach wissen muss. Das richtige Maß, das richtige Lot spielt eine entscheidende Rolle. In der Abbildung sieht man es nochmal, Sie sehen auch hier, wenn Sie, ich habe gerade gesehen, der Gastroenterologe nimmt das nicht ernst und will das nicht hören. Das ist aber schon, das letztendlich einfach, das ist Literatur und das steht in der, drin, da gibt es die Arbeiten dazu, hier zum Beispiel amerikanisches Journal Physiologie, diese Zellfunktion. Und es spielt halt eine Rolle, wird es gebildet hier eben im Bereich der Epithelien, ja, oder wird es im Bereich der Mikrobiota gebildet, entsteht dort die Schwefelwasserstoffbildung. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal näher an. Diese Abbildung kennen Sie wahrscheinlich, das ist so diese unterschiedlichen Gase, die entstehen können, auch bei der Dünndarmfehlbesiedlung, aber eben nicht nur bei der Dünndarmfehlbesiedlung, sondern eben auch bei der Dysbiose des Dickdarmes.
Und das ist auch ein Punkt, der immer wieder so durcheinander gebracht wird, auch von den, meines Erachtens auch von den Leuten, die sich da mit SIBO näher beschäftigen, dass man dann den Fokus eben nur hat, was passiert im Dünndarm. Aber solche Blähungsbeschwerden, solche gastrointestinalen Symptome mit Bauchschmerzen, die können sich im Dünndarm, die können sich aber auch im Dickdarm abspielen. Und deswegen ist es so wichtig in der Differentialdiagnostik, und das macht es auch wirklich so schwierig. Ich bin oftmals am Kämpfen, immer so rauszufinden, letztendlich, wo kann denn da die Ursache sein? Wie passen die Puzzle zueinander? Woran hängt es, dass sich das sowohl letztendlich im Dünndarm als auch im Dickdarm abspielen kann? Zum Beispiel bei der methanbildenden Darmbakterien, da sagt man ganz bewusst eben nicht SIBO, sondern man sagt methanogenes, also intestinales methanogenes Overgrowth-Syndrom. IMO ist die amerikanische Bezeichnung, intestinales methanogenes Overgrowth-Syndrom. Das heißt, betrifft sowohl den Dünndarm als auch den Dickdarm. Und wie wir schon gelernt haben oder besprochen haben, macht Methan den Darm eher träge. Die Acetogenbakterien, dieses Acetat, wasserstoffbildende Darmbakterien, die machen halt diese Beschwerdesymptomatik, dass massive Gasbildung da ist, dass dieses Röhmhild-Syndrom häufig entsteht, wo auch gerade Fragen denn da sind, dass das die Luft nach oben drückt, sehr viel Luft da ist, die zum Teil auch nicht abgehen kann. Das sind so diese Hauptsymptome. Aber Vorteil letztendlich, wenn man nur Wasserstoff-SIBO hat, die lässt sich relativ einfach therapieren, die geht man gut in den Griff. Und dann haben wir diese große Gruppe der sulfatreduzierenden Bakterien, die eben diese schwefelwasserstoffbildende Bakterien, die Schwefelwasserstoff bilden. Und die sind wirklich auch so sehr tricky und gehen eben mit dieser diffusen Beschwerdesymptomatik einher. Dass sie ja einfach dann so die Schmerzempfindlichkeit höher ist, das ist schon ganz häufig zu beobachten. Und was auch ist natürlich, die Gase riechen ganz anders. Ja? Wir haben dort bei dem Schwefelwasserstoff schon auch diese Fäulnis, die einfach da ist. Das heißt, da berichten alle nochmal, wenn sie einen Windabgang haben, dann stinkt es letztendlich. Da kann man keine zweite Person in die Toilette gehen. Gucken wir uns nochmal an. Ja, sehr Wasserstoffbildung, Durchfälle, ja, mit Obstipation im Wechsel, ja, Krämpfe, Schmerzen, Assoziationen mit systemischen Erkrankungen, im Leaky Gut häufig, mit Fibromyalgie zum Beispiel. Dann die Methanbildung, das methanogene Overgrowth-Syndrom. Dominierend ist hier die Obstipation, die Verstopfung und dieses Übelkeit und Aufstoßen. Das heißt, da ist es so, dass die Patienten, die das methanogene Overgrowth-Syndrom haben, dass sie die Winde nicht abkriegen und dann diese Übelkeit, dieses Aufstoßen einfach an die Luftebene nach oben dann abgeht und das ist das Methanogene. Wobei, wie gesagt, es gibt auch immer Mischformen. Schwefelwasserstoff dominierendes Overgrowth-Syndrom, Obstipation, Durchfälle, Wechseln, Entzündung eher, Gelenke, Fäulnis, Gas ist das, was dort eine Rolle spielt. Ich versuche mal auf die Fragen dann später nochmal einzugehen. Ich mache mal einen Vortrag, mache so fertig und habe sehe schon, es sind ganz viele Fragen, die Sie mir gestellt haben. Ich versuche mal das am Schluss nochmal zu heben. Sie es mal auf, schreiben Sie es auf, es geht nichts verloren. Dann machen wir das am Schluss nochmal, dann versuchen wir das, versuche ich dann nochmal darauf einzugehen und wir können uns auch mal einen einzelnen Fall oder sowas mal dann vornehmen. Da sehen wir uns nochmal diese Gasbildung im Darm, wer ist dafür verantwortlich, wasserstoffbildende Clostridien zum Beispiel, Bacteroides, wie häufig sind es auch diese ganzen gramnegativen Bakterien, Klebsiellen zum Beispiel, E. coli, die relativ viel Gas bilden können. Die methanbildenden Bakterien, Methanobacter, Methanobacter smithii, das sind die, die man mit Hilfe des Mikrobiombefundes nachweisen kann. Und wie viel Wasserstoff produzierende Bakterien, Bilophilia wasswardia, die Sulfobacter, die Sulfovibrio und die Sulfohormonas. Das sind so diese Schwefelwasserstoff produzierenden Bakterien, die man dann mit Mikrobiom sicher nachweisen kann. Ja? Und hier Abbau von, also genau, das, die bakterielle Schwefelwasserstoffbildung ist eben aber nicht nur eben durch diese sulfatreduzierenden Bakterien, sondern man muss auch wissen, dass andere Bakterien dazu auch in der Lage sind, habe ich schon ein paar erwähnt, diese gramnegativen Bakterien zum Beispiel, aber auch Streptokokken, Fusobakterien, Salmonellen, Enterobacter und Helicobacter zum Beispiel, auch Bakterien, die in der Lage sind, eben Schwefelwasserstoff zu bilden, aber die untersuchen wir auch alle im Rahmen der Mikrobiomdiagnostik.
Aber vielleicht mal einen ganz kurzen kleinen Schlenker, vielleicht erzähle ich auch mal was, was ganz interessant ist, weil Sie gerade vorher auch geschrieben haben, die Gastroenterologen gucken sich das Thema nicht an. Ein so ein Thema sind zum Beispiel die Fusobakterien. Die Fusobakterien ist so eine bestimmte Bakterienart und die, da muss man gleich auch nochmal kurz drauf eingehen. Und die Fusobakterien sind wirklich hochgradig korreliert mit dem kolorektalen Karzinom. Und ich habe mittlerweile auch natürlich nicht so viele Patienten, weil die natürlich häufig einen anderen Weg gehen, wenn ein kolorektales Karzinom diagnostiziert wurde. Aber bei nicht bei jedem so, aber bei zwei Drittel ungefähr ist es so, dass Fusobakterien wirklich auch nachweisbar sind beim kolorektalen Karzinom. Also Fusobakterien, wenn man die nachweisen kann im Mikrobiom, ist es immer ein Warnsignal, da schicke ich die Patienten die gleich umgehend zur Endoskopie. Ja? Genau. Okay. Jetzt diese Symptome nochmal, die schwefelwasserstoffbildende Bakterien mit sich bringen können. Dominierend eben die Durchfälle mit dem stinkenden Windabgang. Das wissen Sie, Schwefelquelle, faulige Eier. Die Schmerzen, die stärker sind. Diese Überempfindlichkeit, diese viszerale Hypersensitivität. Das heißt, wenn ein Dehnungsreiz da ist, ist Schmerzempfinden viel, viel größer. Dann diese diffuse körperliche Schmerzen oder Muskelschmerzen, auch wirklich ganz, ganz, ganz diffus. Zum Beispiel, ich hatte auch vor einiger Zeit meine Patientin, die mir auch berichtet hat, dass sie nach dem Essen immer Schmerzen hat, Muskelschmerzen hat, eben im Bereich des Oberschenkels, in der Vorderseite des Oberschenkels. Und zwar reproduzierbar eben durch die Nahrungszufuhr. Und bei der war es auch so, dass dann im Mikrobiom sehr, sehr hohe Konzentrationen an schwefelwasserstoffbildenden Darmbakterien nachweisbar waren. Ich konnte dann zusätzlich eben Entzündungswerte bei ihr auch zeigen. TNF-Alpha, ein Marker der Makrophagenaktivierung, der bei ihr dick positiv war. Das heißt, die haben ganz klaren Entzündungsprozess mit drin. Und dann hatte ich nochmal ein Gespräch mit der Tochter und dann ist das Ganze leider auf die psychische Schiene abgedriftet. Wobei das ein Wahnsinn ist, weil ich ganz eindeutig natürlich, ich habe eine Inflammation. Ich heiße, die Frau hat eben eine Entzündung und nichts, was letztendlich primär psychische Ursache mit sich bringt. Und das ist manchmal schon auch frustrierend, aber letztendlich kam sie nicht mehr und da war die Tochter dann am Kämpfen. Dann Kribbeln, Taubheit in den Händen und Füßen, die Reizblase, das hatte ich schon erwähnt, die interstitielle Zystitis, nicht infektiöse Blasenentzündung, auch da immer dran denken. Und dann jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Verschlechterung durch schwefelhaltige Nahrungsmittel oder Supplemente, durch die Schwefelkur zum Beispiel oder auch durch MSM. Das heißt, wenn ein Mikrobiom eben schwefelhaltige Bakterien nachweisbar, schwefelwasserstoffbildende Bakterien nachweisbar sind, so ist richtig, dann eben verbieten sich letztendlich MSM oder Supplemente oder die Schwefelkur zum Beispiel nach Probst. Massive Verschlechterung, die dadurch eintreten kann. Ja? So viel eben zum MSM und zu wann setze ich was ein. Also gute Medikamente, MSM, wirklich richtigen Stellenwert und so ganz, ganz wichtig. Aber wann setze ich was ein? Das kann ich an der Stelle nur oft genug, letztendlich nicht oft genug sagen, weil zum Beispiel in den sozialen Medien, wenn da bei Facebook oder sowas gefragt wird oder so Ding drin, ja, und dann das Präparat XY hat mir ganz toll geholfen, ja. Ja, das ist alles richtig. Aber wann setze ich was bei welchem Patienten ein? Das ist immer diese wichtige und diese entscheidende Frage. Nicht jedes Präparat ist für jeden gut. Ja, da muss man sich immer im Hinterkopf haben. Es sollten sich immer, immer klar sein, wenn man in den sozialen Medien, wenn dort irgendwo was diskutiert wird. Ja. Licht- und Geräuschempfindlichkeit, ja, und das Krankheitsgefühl. So ein Gefühl, letztendlich vergiftet zu sein. Ja, das sind die Symptome. Jetzt ist es, wie kann man das nachweisen? In den USA bei Mark Pimentel, das ist der Gastroenterologe, der relativ viele Arbeiten zur Dünndarmfehlbesiedlung publiziert hat, ein eigenes Labor hat, auch einige Testverfahren patentiert hat, wie zum Beispiel auch den Nachweis von Vinkulin-Antikörpern bei einer toxischen Dünndarmfehlbesiedlung, wenn es zur Motilitätsstörung kommt. Hat mit seiner Arbeitsgruppe gemeinsam eben diesen Nachweis von Schwefelwasserstoff in der Ausatemluft
mittlerweile etabliert. Das heißt, dort gibt es die Möglichkeit, Schwefelwasserstoff nachzuweisen. Alison Siebecker, unter anderem, die ja auch aktiv ist, nochmal auch in den Foren, wo der ein oder andere vielleicht schon mal reingeguckt hat, die ja auch letztendlich auch Schulungen macht, geht immer davon aus, dass praktisch eine flache Linie bei einem Lactulose-Atemtest ein Hinweis sein soll für eine schwefelwasserstoffbildende Dünndarmfehlbesiedlung. Also ich halte das für absolut fragwürdig, weil es wirklich meines Erachtens ist überhaupt keine Aussagekraft hat. Es gibt so viele andere Ursachen, die zu Blähungsbeschwerden, zu Darmbeschwerden führen, die zu Durchfällen führen können. Und da aus einer flachen Kurve letztendlich einen Hinweis zu machen für eine Schwefelwasserstoffbildung, das ist meines Erachtens gewagt, sondern wir machen einfach diese Mikrobiomdiagnostik. Ja. Wir machen das Mikrobiom, die Analyse letztendlich, Mikrobiom gibt es das Plusprofil oder auch ein kleineres Profil, wobei man bei dem kleineren Profil einfach die biochemischen Parameter nicht sieht und die sind eben sehr wichtig. Und da können wir, wie bereits besprochen, die schwefelwasserstoffbildenden Bakterien sicher nachweisen. Jetzt die Frage, was führt dazu? Warum kann es jetzt dazu kommen, dass praktisch jetzt diese schwefelwasserstoffbildenden Bakterien plötzlich so dominieren? Die Sache ist einfach auch ein Ernährungsproblem letztendlich. Viel, viel tierisches Eiweiß, viel, viel tierische Fette erhöht eben galletolerante Mikroorganismen, alles Dippes, Bilophilia, Bacteroides und führt dazu letztendlich, dass die schwefelwasserstoffbildenden Bakterien letztendlich in diesem Gefüge mehr Wasserstoff zur Verfügung haben, dass die in ihrer Population ansteigen. Eine Fastfood-Ernährung, viel, viel gesättigte Fettsäure spielt eine große Rolle. Und der nächste Punkt, der beobachte ich eben immer wieder. Also bei jüngeren Patienten beobachtet man häufig eben Ernährungsfehler. Bei Frauen, so mittleres Alter oder dann 50 plus, ganz oft eben Störungen im Bereich der Gallenblase, dass zum Beispiel auch eine Gallenblasenentfernung stattgefunden hat, der Gallefluss nicht richtig funktioniert und dann, dass die Galle eben dazu beiträgt, letztendlich, dass die schwefelwasserstoffbildenden Bakterien eben einen Wachstumsfaktor haben. Das ist so, haben wir ja vorher auch gesehen, wir haben das Glutathion, wir haben die schwefelhaltigen Gruppen, die für die Entgiftung beitragen. Und normalerweise wird die Galle eben im Rahmen des enterohepatischen Kreislaufs mit rückresorbiert. Und wenn dieser Kreislauf, diese Rückresorption nicht funktioniert, dann haben wir eben die vermehrte Gallenflüssigkeit im Bereich des Darmes, Dickdarm, und die Bakterien vermehrten sich. Ja? Schwefelhaltige Supplemente, dann haben wir schon besprochen, MSM und eine Schwefelkur nach Probst. Ich habe einige Patienten, die so eine Schwefelkur schon mal gemacht haben und hinterher richtige Probleme letztendlich hatten, wo dann explosionsartig eben diese schwefelwasserstoffbildenden Bakterien sich vermehren können. Was in der Literatur gut beschrieben ist, das sind so Zusatzstoffe wie Polysorbat 80. Diese Zusatzstoffe, Polysorbat 80 und auch andere, sind sogenannte Emulgatoren, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, um eine flüssige Phase, eine feste Phase einfach miteinander zu verbinden. Bei Eiscreme zum Beispiel, wenn Sie heute eine Fertig-Eiscreme oder eine Eiscreme kaufen, wahrscheinlich bei den Italienern wird es genauso sein, oder jetzt irgendwo Dr. Oetker und Co. oder Langnese, holen sich so ein leckeres Vanilleeis oder irgendeine andere Sorte, dann können Sie davon sicher sein, dass da solche Zusatzstoffe drin sind wie Polysorbat 80, die sind in der EU zugelassen als Lebensmittelzusatzstoff und die haben eine Eigenschaft, dass die Bilophilia vaxwordia wachsen kann, aber Polysorbat 80 hat zum Beispiel auch einen Einfluss als Emulgator auf die Mucosa, die Schleimschicht geht dadurch kaputt. Diätrings spielen eine große Rolle, wie die Aminosäurezufuhr. Diätrings enthalten viele, viele Aminosäuren, Methionin, Cystein, Taurin und dann habe ich so eine Überladung. Ja, okay. Literatur gibt es auch einiges dazu. Fleischreiche Ernährung zeigt eine 15-fach höhere Schwefelwasserstoffbildung im Vergleich zur vegetarischen Ernährung. Ja, also auch das wiederum ein wichtiger Punkt. Ja.
Jetzt diese Zufuhr an zu viel Gallensäure. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch schon gerade gehört, nochmal Cholezystektomie oder Gallensäureverlustsyndrom. Und dieses Gallensäuren führt einerseits dazu, dass praktisch ein erhöhtes Risiko besteht, auch zum Beispiel für Dickdarmkarzinom. Und warum das so ist, das erkläre ich Ihnen gleich hier in dieser nächsten Abbildung. Also die Gallensäuren, die gelangen dann in den Darm, werden dann eben verstoffwechselt und durch verschiedene andere Bakterien, wie zum Beispiel Clostridium scindens erfassen wir auch im Rahmen der Mikrobiomdiagnostik, führt dazu, dass diese Gallensäuren eben umgewandelt werden in sekundäre Gallensäuren, die Oxycholinsäure zum Beispiel. Und diese schwefelhaltigen Aminosäuren wiederum führen dazu, dass praktisch diese schwefelwasserstoffbildenden Bakterien eben einen Wachstumsvorteil haben. Und dann entsteht eben Schwefelwasserstoff. Und Schwefelwasserstoff führt eben zu einer so einen inflammatorischen Prozess und kann letztendlich auch die Schädigung der Erbsubstanz mit fördern und triggern. Und diese Kombination an der Oxycholinsäure, Schwefelwasserstoffbildung, ist dann ein Triggerfaktor für das kolorektale Karzinom. Also auch das in der Hinsicht, und das ist gut untersucht in dieser Arbeit, ich habe eine Literaturstelle jetzt dabei dazugeführt, ist es gut untersucht, erhöhtes Wasserbein, erhöhtes Risiko für entzündliche Darmerkrankung, kolorektales Karzinom und ein anderer wahnsinniger Effekt, die hohe Spiegel an Schwefelwasserstoff blockieren zusätzlich noch die Butyratoxidation. Ja? Ja. Ich würde Sie mal bitten, nochmal, ich lese mit einem Auge immer die Kommentare letztendlich los. Da ist noch ein Kommentar zum Beispiel drin, Reflux kommt von Kohlenhydratsensitivität. Ich würde Sie wirklich bitten, nochmal, mir geht es darum letztendlich, dass Sie wirklich hier das Verständnis kriegen, wie alles zusammenhängt. Ein Reflux kann zum Beispiel durch eine Kohlenhydratsensitivität verursacht sein. Das muss es aber nicht, ja. Sondern wir müssen uns wirklich nochmal, ich lehne das immer wieder und habe mir selber letztendlich auch so richtige Checklisten gemacht, wo ich sage, ich muss letztendlich von oben, von den Zähnen ab letztendlich im Grunde genommen Punkt für Punkt letztendlich durchgehen, um die Ursache zu finden. Reflux kommt eben nicht nur von der Kohlenhydratsensitivität, sondern der Reflux kann zum Beispiel auch durch die Dysbiose, durch die Fehlbesiedlung kommen und durch ein Gallenverlustsyndrom und. Das ist wichtig, nochmal, das sind so, diese Differentialdiagnostik, dass man da dran geht. Das ist mir das wichtig ein Anliegen und deswegen versuche ich auch in den Seminaren das so breit wie möglich zu erklären, dass ich sie davon weghole, immer zu sagen, das eine Medikament ist gut, sondern das, wie gesagt, ja, das kann Kohlenhydrat, Laktoseintoleranz, kann das machen, ja, muss es aber nicht. Hier haben wir nochmal diese Schwefelwasserstoff produzierenden Darmbakterien. Wie gesagt, Ziel sollte letztendlich sein, dass die alle halt negativ sind. In gewisser Menge sind die immer da, aber dass wir die nicht nachweisen können, dass wir die wegkriegen, dass wir die eliminieren können, dass die nicht dominieren, das sind letztendlich die Bakterien, die für uns eher ungünstig sind. Das sind die hässlichen, die man nicht haben wolle. Wie kann man die letztendlich reduzieren? Es ist einiges in der Literatur dazu beschrieben. Was ich schon gesehen habe, ist die Tatsache, dass es einen Unterschied macht, welche Proteine ich mir zuführe. Reduktion der Fleischproteinzufuhr, fleischreiche Ernährung haben wir schon gesehen, erhöht die Produktion von Schwefelwasserstoff um das 15-fache. Tierische Fette zu reduzieren, ja, vor allen Dingen tierische Fette und Milch. Reduktion letztendlich von schwefelbasierten Konservierungsstoffen in den Lebensmitteln, Energiedrinks zu meiden, darauf zu achten, wo man auch gucken muss, nochmal Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel, die Gallensäurepräparate beinhalten, die können auch da kontraproduktiv sein. Das Meiden letztendlich von schwefelhaltigen Produkten, Allicin, MSM, Schwefel, anorganischer Schwefel, also Schwefelkohle nach Probs zum Beispiel, Zusatzstoffe wie Polysorbat 80 zum Beispiel meiden und zum Beispiel auch Saccharomyces cerevisiae, das was ein Präparat, zum Beispiel das Parenterol drin ist. Parenterol zum Beispiel bildet auch Schwefelwasserstoff. Jetzt habe ich wieder so eine Frage gerade reingekriegt, weil ich mit einem Auge gelesen. Kokosöl ist gut.
Kokosöl selber wirkt proinflammatorisch. Kokosöl macht extrem viel Sinn, wenn ich eine Ketose erreichen will, zum Beispiel bei einem Patienten, der eine zerebrale Insulinresistenz hat, beim Alzheimer zum Beispiel. Wenn ich aber letztendlich das Kokosöl einsetze, hat es selber eine prooxidative Wirkung, macht Entzündung und hin nochmal zum Beispiel Fettstuhl letztendlich. Das ist einfach letztendlich Verdauungsenzyme gar nicht reichen. Was wiederum aber dazu spricht, dass wenn man die Öle einnimmt und kriegt Durchfall, dass irgendwas im Bereich der Bauchspeicheldrüse mal zu klären ist. Okay, wie kriegt man die also weg? Was gibt es beschrieben in der Literatur? Beschrieben ist die Einnahme von Galacto-Oligosaccharin, Präbiotika, 2008 schon publiziert worden. Präparat, muss ich gerade passen, wo das drin ist. Zinkacetat, ja. Da ist es auch beschrieben, 1998 schon, Zinkacetat, Rattenmodell, fünffache Reduktion von Schwefelwasserstoffbildenden Bakterien und Zink und Schwefel, wie gesagt, bilden so ein unlösliches Salz und es wird dadurch ausgeschieden. Also Zinkacetat spielt eine wichtige Rolle. Jetzt gibt es ein Geheimmittel, das Pepto-Bismol, Wismut, oder Bismut, was da mit drin ist, Bismut-Subsalicylat. Und es ist Wahnsinn, dieses Pepto-Bismol, das gibt es in den USA wirklich, ich kann Ihnen sagen, wirklich an jeder Ecke, in jedem Walmart, in jeder Tankstelle, überall, wo Sie reingehen, kriegen Sie das Pepto-Bismol. Ich glaube, von Procter & Gamble ist das Ganze. Und bei uns ist es wirklich so, mir kriegt das echt nicht her. Oder nur über eine internationale Apotheke und dann zu Schweinpreisen. Früher konnten wir es mal über Amazon bestellen, letztendlich durch das die Lieferketten ein bisschen gestört sind zurzeit gerade, funktioniert das auch nicht so. Aber Pepto-Bismol funktioniert extrem gut, um die Blähungsbeschwerden wegzukriegen, die durch schwefelwasserstoffbildende Bakterien ausgelöst worden sind. Also, wie gesagt, in den USA frei zugelassen, bei uns kriegt man das praktisch nicht. So eine Dosierung zum Beispiel, hier habe ich die Literaturstellen mit rein dazu gemacht, also Dosierung bis 2000 Milligramm, 14 bis 18 Tage, 95%iger Rückgang der Schwefelwasserstoffbildung, also ganz extrem, ja. Und Anwendung relativ kurz, 8 Wochen, länger sollte man es nicht nehmen. Also wenn jemand nach Amerika rüberfliegt, machen wir einen Koffer voll und bringen Pepto-Bismol mit. Also sobald die Amerikaner Joe Biden mal wieder die Grenze aufmacht, können wir wieder mal rüberfliegen, ja? Ein anderer wichtiger Faktor, den ich immer einsetze, der grundsätzlich letztendlich immer in die Kiste geht, das ist Molybdän. Molybdän in Dosierung von 200 Milligramm gibt es zum Beispiel bei Biogena hat ein Präparat. Und Molybdän ist notwendig für dieses Enzym, für diese Sulfidoxidase. Und damit wird dieser Abbau dieser schwefelhaltigen Aminosäuren, eben die Metabolisierung wird dadurch gefördert und umgesetzt. Und damit lässt sich der Schwefelwasserstoff entgiften. Und viele toxische Substanzen, wie zum Beispiel Glyphosat und so weiter, die führen dazu, dass zum Beispiel auch Molybdän verbraucht wird. Und Molybdänmangel findet man relativ häufig. Also das ist auch immer so eine Basismedikation, die ich immer einsetze. Fassen wir nochmal zusammen. Das ist das, was in der Literatur beschrieben ist, was man machen sollte, wenn ein schwefelwasserstoffbildende Bakterien da nachweisbar sind. Also diese Schwefelreduktion letztendlich in der Ernährung. Rifaximin, also das Xifaxan, das ist ein Antibiotika, was man einsetzt, auf die schwefelwasserstoffbildenden Bakterien eher einen geringen Effekt. Oreganoöl kann man einsetzen. Mache ich meistens auch in der Kombination dazu. Lactobacillus plantarum, das ist beschrieben auch. Die Glyco-Oligosaccharide, da haben wir gerade, glaube ich, schon ein Präparat gekriegt. Genau. In dem Omnilogis Plus ist es mit drin, genau, aber ich weiß nicht, in welcher Konzentration. Dann die Butyrate selber einsetzen, die Buttersäure als Präparat, das mittlerweile auch gibt nochmal, was kein Problem ist, was ich auch sehr, sehr oft verordne, eine große, große Rolle spielt, auch beim Leaky Gut, was zur Standardtherapie bei mir dazugehört, beim Leaky Gut. Bismut-Subsalicylat, dass man das besorgt über eine internationale Apotheke, Molybdän und Zinkacetat. So, das sind die Bausteine, die man einsetzen kann, die in der Literatur beschrieben sind, die eine Wirkung haben, wo man einen Effekt erreicht und schwefelwasserstoffbildende Bakterien therapieren und behandeln kann und zurückdrängen kann.